Sohn. Und ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages, wo Katrin Göring-Eckardt, die amtierende Bundestagspräsidentin, gerade die Aktuelle Stunde aufgerufen hat, mit dem Titel beantragt von der SPD-Fraktion, mit dem Titel Haltung der Bundesregierung zum Missbrauch von Leiharbeitern im Lichte der Berichte über Vorfälle bei Amazon. Das Ganze geht zurück auf die Berichterstattung der ARD, eine Reportage mit dem Namen Ausgeliefert Leiharbeiter bei Amazon, in der der Missbrauch von Arbeits- und Lebensbedingungen der zumeist ausländischen Leiharbeitern in hessischen Auslieferungszentren des größten Online-Händlers der Welt angeprangert wurde. Und die erste Rednerin in dieser aktuellen Stunde. Ja, Manuel, ich gehe gleich nach vorne. Ausgeliefert sein von Leiharbeitnehmern, die für die Firma Amazon tätig waren. Also da sind unglaubliche Vorgänge passiert. Bei der Anwerbung sind die Menschen davon ausgegangen, dass sie einen anderen Vertragspartner haben, als tatsächlich es dann der Fall war. Statt Amazon war es eine Leiharbeitsfirma. Die Löhne haben sich als niedriger herausgestellt als erwartet. Statt 9,68 Euro immerhin 12% weniger, 8,52 Euro. Tagelang wurde bei einzelnen Leiharbeitnehmern der Arbeitsantritt hinausgezögert, um entsprechend dem Arbeitsanfall bei Amazon agieren zu können. Überhaupt war ganz viel Warten bei den Leiharbeitnehmern angesagt. Warten auf den Bus, der zur Unterkunft gebracht hat, beziehungsweise wieder zurück zur Unterkunft. Warten, wenn keine Arbeit da war. Die Unterkünfte waren überfüllt, teilweise wohl auch in einem verheerenden Zustand. Und ich denke, es gibt einen Aspekt, der die Krönung auf das alles aufgesetzt hat, nämlich eine Sicherheitsfirma, die paramilitärisches Auftreten signalisiert hat, die möglicherweise der rechten Szene zuzuordnen ist. Und ich denke, es hat sehr einschüchternd auf diese Menschen gewirkt, wenn Taschen kontrolliert worden sind, aber andererseits wohl auch die Unterkunftsräume. Wir haben den Verdacht, dass Sozialversicherungsabgaben nicht abgeführt worden sind auf die Kosten der Unterkunft und Logis, die wohl durch die Leiharbeitsfirma übernommen worden sind. Ich denke, das Ganze kann man zusammenfassen. Zusammenfassen mit dem Begriff, da hat Menschenschinderei stattgefunden. Es ist eine barbarische Ausbeutung, die wir bei der Firma Amazon zu beobachten haben. Aber der Skandal bei Amazon bezieht sich nicht nur auf die Leiharbeitnehmer, sondern am Standort Koblenz war es in der Weihnachtszeit so, dass von 3.300 Beschäftigten tatsächlich 200 nur über eine Festanstellung verfügt haben. Am Standort Augsburg ist es so, dass auch nur etwa knapp 20% der Menschen unbefristete Arbeitsverträge haben. Und es stellt sich natürlich die Frage danach, was macht Politik? Die Politik droht mit dem Entzug der Verleiherlaubnis für eine einzelne Leiharbeitsfirma. Und ich sage, damit ist Politik, oder um es konkret an Namen festzumachen, die Bundesministerin von der Leyen nicht besser als ihre Kollegin Aigner. Man kündigt lautstark wirkungslose Maßnahmen an, ohne tatsächlich bereit zum Handeln zu sein. Bundesministerin von der Leyen hechelt sich von Schlecker zu Amazon, und es gibt keinerlei Bereitschaft anzuerkennen, dass hinter all diesen Praktiken dieser Firmen Methoden und Prinzipien stehen, die den ganzen Arbeitsmarkt in Deutschland immer wieder beeinträchtigen, insbesondere im Bereich des Niedriglohnsektors. Da stellt man die Frage an diese Regierungskoalition: Was ist mit dem Vorhaben Mindestlohn? Und wenn ich mir die Vorschläge von der Leyen dort anschaue, dann sind diese auch nicht sonderlich schön. Zu sagen, dass ein Mindestlohn immer dann keine Anwendung findet, wenn ein Tarifvertrag existiert oder auf einen solchen Bezug genommen wird, das ist nichts anderes als Heuchelei. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland Hunderte von Tarifverträgen, die Löhne unter 6,50 Euro in der Stunde versehen.
Was ist mit Ihren Vorhaben zur Leiharbeit? Großartige Ankündigungen der Ministerin. Und was macht man? Man schließt eine winzige Regelungslücke. Man nimmt den sogenannten Drehtüreffekt, die Wirkung. Aber man ist nicht einmal bereit, die europäische Leiharbeitsrichtlinie europarechtskonform umzusetzen, geschweige denn konsequent Equal Pay und Equal Treatment einzuführen. Was machen Sie gegen Befristungen in dieser Republik, Herr Fuchtel? Was machen Sie gegen Befristungen in dieser Republik? Wir wissen, dass je nach Konjunkturlage 40-50% aller Neueinstellungen befristet sind. Auch hier kein Vorgehen, obwohl es so einfach wäre, zumindest die sachgrundlose Befristung zu streiten. Was ist mit der Ausstattung von Kontrollbehörden? Man kann es mit einem Satz zusammenfassen. Diese Bundesregierung ist nicht bereit, Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu realisieren. Herzlichen Dank. Annette Kramer, die Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion. Sie hat damit die Debatte in dieser Aktuellen Stunde um den Missbrauch von Leiharbeitern bei der Firma Amazon eröffnet. Und ihr antwortet jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Karl Schieberling. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle waren, denke ich, überrascht und geschockt, als wir diese Berichterstattung im Fernsehen gesehen haben über die Situation von Beschäftigten, die für die Firma Amazon arbeiten. Ich bin der Bundesarbeitsministerin außerordentlich dankbar, dass sie sofort die Bundesagentur für Arbeit und den Deutschen Zoll in Bewegung gesetzt hat, um sich genau anzusehen, was sich dort abspielt. Ich will sofort der Mär entgegentreten. Frau von der Leyen hätte nichts getan. Der Gegenteil ist richtig. Ohne diese Informationen, ohne diese Aufklärungsarbeit, die sofort begonnen hat, wären wir nicht weiter. Die Ergebnisse liegen Stand heute, Stand jetzt, zur Stunde noch nicht vor, mit Ausnahme eines Ergebnisses, dass bei der Zeitarbeitsfirma, die für die Firma Amazon gearbeitet hat, offensichtlich, so hat die Bundesagentur für Arbeit gerade mitgeteilt, Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind, ohne dass ich jetzt bewerten kann und sagen kann, in welcher Form, in welchem Umfang und in welchem Stil das ist. Das zeigt vor allen Dingen eins, meine Damen und Herren, Frau Kramme, die Kontrolle funktioniert. Ich bin dankbar, dass die Instrumentarien greifen. Und ich will es Ihnen auch sehr deutlich sagen, die Kontrolle funktioniert auch deswegen, und deswegen rate ich, die Situation der Firma Amazon nicht auszunutzen, um jetzt eine Generaldebatte zu führen. Die Kontrolle funktioniert auch deswegen, weil die Mittel der Bundesagentur für Arbeit aufgestockt wurden mit mehr Mitarbeitern und wir seit 2009 bis heute wesentlich mehr Kontrollen durchgeführt haben als im Zeitraum von 2005 bis 2009. Auch das ein Verdienst der Bundesarbeitsministerin. Ein dritter Punkt, den will ich deutlich sagen. Wir müssen auch das Ergebnis des Zolls abwarten. Der Zoll, wenn Sie einigermaßen wissen, wie das funktioniert, der Zoll besucht diesen Betrieb, sammelt die Daten und wertet den jetzt in seinen Behördenräumen aus. Sobald die Auswertungen vorliegen, denke ich, werden wir entsprechend informiert. Drittens. Wir haben in der Zeitarbeit einen Mindestlohn. Seit 2010. Haben wir in diesem Deutschen Bundestag, diese Koalition, die Zeitarbeitsbranche reguliert. Das fing damit an, dass der Kollege Heinz Kolb und ich gemeinsam die Drehtürklausel aufgrund des Schlecker-Vorgangs durchgesetzt haben. Wir haben durchgesetzt, dass es einen Mindestlohn in der Zeitarbeit gibt. Wir haben durchgesetzt, dass sich auf der Arbeitgeberseite über diesen Weg vieles neu strukturiert hat. Und ich will auch akzeptieren, dass durch die berechtigte Klage gegen eine Gewerkschaft, da auch Klarheit reingekommen ist, was denn nun ein Tarifpartner ist und was kein Tarifpartner ist. Und ich wünsche, dass alle, die noch zur Überprüfung anstehen, diese Prüfung dann auch ordentlich und gut bestehen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen deutlich sagen, was mich eigentlich umtreibt bei diesem Thema. Das ist nicht die Fragen, die jetzt im Augenblick brandaktuell diskutiert werden. Was mich umtreibt, ist, dass Kunden, so definieren das einige, durch ihr Verhalten Firmen in Deutschland wie die Firma Amazon an ihre ethische Verantwortung erinnern. Wenn wir, meine Damen und Herren, erst durch Kunden darauf aufmerksam gemacht werden müssen,
was unternehmerisches, verantwortliches Handeln ist, dann stimmt etwas in diesem Unternehmen nicht. Ich sage Ihnen, Unternehmen, die sich diesen ethischen Herausforderungen nicht stellen, werden am Arbeitsmarkt sich auf Dauer gesehen nicht durchsetzen. Es gibt viele, viele Beispiele. Wer glaubt, er könnte in Goldgräberstimmung oder nach Wildwestmanier, ohne Rücksicht auf das Menschenbild, ohne Rücksicht auf bestehende Strukturen, ohne Rücksicht auf Gesetze, glauben, in dieser Welt zu operieren, der wird feststellen, dass er scheitert. Zeitarbeit, meine Damen und Herren, ist in wesentlichem Maße reguliert. Und ich wehre mich dagegen, per se durch diesen Vorgang bei Amazon alle Zeitarbeitsfirmen vorführen zu lassen, weil, so hat mir ausdrücklich am Dienstag der Chef der IG Metall, Berthold Huber, in einem Gespräch bestätigt, die Zusammenarbeit der IG Metall mit den beiden großen Zeitarbeitsfirmen für die Metalltarife, die dort verhandelt werden, ausgesprochen gute Erfahrungen sammelt, weil es dort in einem guten und fairen Prozess miteinander geht. Deswegen rate ich dazu, die Situation bei Amazon nicht zum Anlass zu nehmen, alles mit Bausch und Bogen auszuschütten. Aber ich rate genauso dazu, in aller Klarheit darauf aufmerksam zu machen, was unternehmerische Ethik, unternehmerische Pflicht ist, das, was verbrecherisches oder fehlgehaltenes Verhalten ist, im Sinne von Gewinnmaximierung anzuprangern, abzustellen. Dafür haben wir die Kontrollen, und ich bin froh, dass das Kontrollsystem in Deutschland funktioniert. Herzlichen Dank. Karl Schieberling war das für die CDU-CSU-Fraktion, und er wies darauf hin, dass die Bundesarbeitsministerin sofort tätig geworden ist und dass die Untersuchungen bereits laufen und erste Ergebnisse vorliegen. Jutta Grellmann für die Fraktion Die Linke, sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, für mich ist Amazon ein Beispiel, dass es genau nicht funktioniert. Ich habe da eine völlig andere Position dazu. Im Dezember letzten Jahres haben sich zahlreiche Spanierinnen und Spanier darüber gefreut, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen können, und zwar hier in Deutschland. Sie haben den gefunden in Bad Hersfeld in Hessen und haben sich darüber gefreut. Zwei Tage, bevor es losgehen sollte, die Koffer sind schon gepackt, kriegen sie die Information, ach nee, es ist doch nicht die Firma Amazon, es ist eine Leiharbeitsfirma, die Firma Trenkwalder. Frau Kramer hat ja schon gesagt, das Geld, das passte auch nicht bei der Leiharbeitsfirma. Das war entsprechend wenig. Das war zwar richtig, die Tarife in der Leiharbeit, aber das ist nicht gleiches Geld für gleiche Arbeit. Und das war nicht das, was man ursprünglich den spanischen Kolleginnen und Kollegen versprochen hat. Die Koffer sind gepackt, die Erwartungen sind groß. Und jetzt trotzdem fahren, obwohl es kein Arbeitsplatz bei Amazon ist. In Hessen angekommen, werden sie kaserniert in einer Ferienanlage, bewacht durch eine Sicherheitsfirma mit dem Namen Hess. Trenkwalder selbst, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist seit Anfang an bei dem Leiharbeitsboom dabei. Sie war eine der ersten Leiharbeitsfirmen, die die mittlerweile für rechtswidrig erklärten Tarife der christlichen Gewerkschaften abgeschlossen haben. Der ehemalige Arbeitgeberpräsident Dieter Hund war zwischen 2007 und 2008 Aufsichtsratsvorsitzender dieser Leiharbeitsfirma. Ich finde, das sind unglaubliche Seilschaften, die da zutage kommen. Die wirtschaftlich schwierige Situation der spanischen Beschäftigten wurde gnadenlos ausgenutzt. Der Fall Amazon wirft ein Licht auf die schäbige Ausbeutung, die in Deutschland durch Leiharbeit mittlerweile möglich geworden ist. Ähnlich wie bei Schlecker und plötzlich wie aus dem Dornröschenschlaf kündigt die Ministerin an, im Fall Amazon zu handeln. Sie, Frau Ministerin von der Leyen, ist ja hier. Vielleicht kann sie was dazu sagen, wie der Stand ist, was wir gerade eben auch von Herrn Schieberding gehört haben. Der Leiharbeitsfirma wollen Sie die Lizenz entziehen. Aber Amazon kommt ohne Konsequenzen davon. Die sind unschuldig. Amazon hat nachweislich von der schikanierenden Kontrollen der Sicherheitsfirma Hess gewusst. Amazon hat das Lohndumping der Leiharbeitsfirma billigend in Kauf genommen. Amazon hat Konsequenzen verdient, aber bisher Fehlanzeige. Firmen wie Amazon nutzen nur die gesetzlichen Möglichkeiten, die ihnen die Politik gegeben hat. Damit sie damit oftmals am Rande der Legalität arbeiten, wird bewusst in Kauf genommen.
Wirkungsvolle Kontrollen scheitern am mangelnden Personal und an unzureichenden Vorgaben. Wenn wir die Kontrollen bei Leiharbeitsfirmen vergleichen mit den Kontrollen bei Hartz-IV-Empfängern, dann wird klar, irgendwie wird hier mit unterschiedlichem Maß gemessen. Eine Leiharbeitsfirma kann sich in Deutschland nahezu alles erlauben und muss kaum Kontrollen und Sanktionen befürchten. Ein Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin muss dagegen strikte Vorgaben einhalten und jeder Verstoß wird gnadenlos bestraft. Das ist Realität auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wenn wir den Missbrauch in der Leiharbeit wirklich beenden wollen, dann müssen wir die Leiharbeit abschaffen. Die Deregulierung am deutschen Arbeitsmarkt jährt sich am 14. März diesen Jahres. Die Agenda 2010 hat zu massiven Ausweitungen prekärer Beschäftigungsformen geführt, wie Leiharbeit, Teilzeitarbeit, Werkverträge, Scheinselbstständigkeit und so weiter. Aktuell können 1,4 Millionen Menschen von ihrem Lohn nicht leben und müssen zusätzlich aufstocken. Oftmals sind es Leiharbeitsbeschäftigte. Unternehmen wie Amazon gehen dabei nur durch die Türe, die ihnen von Rot-Grün geöffnet worden ist. Die Missstände abzuschaffen bedeutet, die unsozialen Hartz-IV-Gesetze abzuschaffen. Nur Die Linke steht für eine konsequente Reform des Arbeitsmarktes zum Schutz der Beschäftigten. Die Linke will das Verbot der Leiharbeit, eine strikte Regulierung von Werkverträgen und eine konsequente Rücknahme der Hartz-IV-Gesetze, Nicht nur Hartz IV, alle Hartz, insbesondere Hartz I auch. Jutta Krellmann war das für die Fraktion Die Linke. Und die nächste Rednerin, das ist Heinrich Kolb für die FDP-Fraktion, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst sagen, dass ich durchaus dankbar bin dafür, dass wir heute Gelegenheit haben, über den Beitrag vom 18.02. hier im Deutschen Bundestag zu debattieren. Und will vorab feststellen, dass ich die Vorgänge und Entwicklungen, über die berichtet wird, durchaus mit nicht nur großer Aufmerksamkeit, sondern auch einer gewissen Sorge sehe. Aber ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, das Ganze vielleicht etwas differenzierter darzustellen. Das ist ja hier nochmal vorgetragen, jetzt auch von der Kollegin Krellmann, wenn auch in erzählerischer Form, die Vorwürfe, die erhoben werden. Arbeitsverträge seien kurzfristig zu Ungunsten der Mitarbeiter verändert worden, die Anstellung nicht bei Amazon wie erwartet, sondern über die Zeitarbeitsfirma T, also Sie haben den Namen genannt, Renkwalder kann ich es auch sagen. Die Unterbringung der angeworbenen Mitarbeiter sei in unzumutbaren Sammelunterkünften erfolgt. Es habe unorganisierten Transport zur Arbeitsstätte und zurück in überladenen Bussen gegeben, keine Entlohnung bei transportbedingten Ausfallzeiten, vor allen Dingen, dass die Überwachung und möglicherweise Nötigung durch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die da zum Einsatz kam, erfolgt worden sei. Vorwürfe, deren Angestellte stammten aus dem rechtsradikalen Milieu und es gebe mögliche Meldeversäumnissen bei geldwerten Vorteilen für Kost und Logis gegenüber den Sozialversicherungen. Das sind die Vorwürfe, die kommen. Und wenn wir das jetzt abschichten, will ich es mal feststellen, auch wenn die Überschrift der heutigen Aktuellen Stunde, wenn das hergibt, sich die Vorwürfe nicht zunächst gegen Amazon richten. Ich will so viel sagen, Amazon hat sicherlich sich fragen zu lassen, ob es die nötige Sorge bei der Auswahl des Zeitarbeitsunternehmens getroffen hat. Das wird man, auch wenn der Bericht vorliegt von der BA und von der FKS, der finanzielle Schadarbeit, die ergänzend tätig geworden ist, dann. Aber das, was im Übrigen vorliegt, die Vorwürfe, die richten sich natürlich zunächst an die Adresse der Zeitarbeitsfirma und lassen sich in drei Komplexe aufschließen. Den arbeitsrechtlichen Teil, zum Beispiel wurden die Arbeitskräfte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angeworben. Das wird man alles prüfen müssen, auch wie die finanziellen Konditionen gewesen sind. Das sozialversicherungsrechtliche, ob möglicherweise Kost und Logis nicht als geldwerter Vorteil aufgeführt und abgerechnet wurden. Und schließlich und besonders gravierend aus meiner Sicht der strafrechtliche Sachverhalt, ob die Mitarbeiter, die Zeitarbeiter tatsächlich durch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma genötigt worden sind. Das müsste dann auch gegebenenfalls durch die örtlichen Strafverfolgungsbehörden verfolgt und auch, soweit sich das herausstellt, strafrechtlich geahndet werden. Wenn man das jetzt einmal sich so sachlich vor Augen führt, ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass
absolut zeitgemäß die Bundesagentur mit den Prüfungen begonnen worden. Es ist mittlerweile abgeschlossen, aus auch Ergebnisse vorliegen, die jetzt auf dem gesetzlich, ja, da wissen Sie weniger als ich, Frau Kollegin Künast, durchaus Ergebnisse vorliegen, die jetzt auch in den schon bestehenden Verfahren ausgewertet werden, mit einem extrem zum Entzug der Erlaubnis für das Zeitarbeitsunternehmen führen können oder auch dazu, dass Auflagen für die weitere künftige Tätigkeit dieses Zeitarbeitsunternehmens möglicherweise gemacht werden. Aber alles das bewegt sich in einem geordneten Rahmen, der heute schon aufgrund bestehender Gesetze und ergänzender Verordnungen bzw. Richtlinien und Weisungen der ausführenden Behörden sozusagen gehandhabt werden können. Also Sie wollten das ja heute skandalisieren und sozusagen zu einem Generalangriff auf die Zeitarbeit machen. Da taugen diese Vorgänge nicht. Da bin ich ausdrücklich bei meinem Kollegen Karl Schieber. Ich unterstütze auch ausdrücklich, was er schon gesagt hat, will es hier nochmal von meiner Seite sagen. Wir werden, wie damals bei Schlecker auch, hier sofort reagieren, wenn es Hinweise gibt, dass es hier flächendeckenden Missbrauch gegeben hat. Aber das ist jedenfalls nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse nicht zu erwarten. Deswegen rate ich einfach dazu, die Dinge etwas tiefer zu hängen. Die Opposition ist derzeit unterwegs, alles zu verteufeln, was diese Regierung macht, von der Zeitarbeit über den Mindestlohn bis was weiß ich wohin. Aber das heute, dieser Schuss geht wirklich nach hinten los. Politischer Handlungsbedarf, das wir finden, besteht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht, sondern mit den Gesetzen wird durchaus angemessene und, wenn nötig, auch harte Antwort auf die erhobenen Vorwürfe zu geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Heinrich Kolper, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion, erkündigte, wie die Arbeitsweisen für die Leiharbeitsnorma aus den Ergebnissen jetzt dementsprechend ergibt. Die nächste Rednerin, Beate Müller-Gemmicke, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das zeigt wieder mal deutlich, in Deutschland läuft etwas gewaltig schief. Die Arbeitswelt wird immer rauer und ungerechter. Das Gefühl für Anstrengung und Empörung reicht nicht aus. Endlich wieder soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsbedingungen bei Amazon können nur als menschenunwürdig bezeichnet werden. Die Leiharbeitskräfte wurden schamlos ausgebeutet. Sie mussten zu lange arbeiten und haben zu wenig Geld verdient. Sie waren schlecht untergebracht und falsch informiert. Und besonders skandalös ist, dass die Beschäftigten auf Schritt und Tritt bespitzelt wurden, auch in ihrem Privatbereich nach der Arbeit. Und dieser Vorfall führt zu großer Aufregung, Unverständnis und Wut bei den Menschen. Und das zu Recht. Und ich hoffe, dass es da auch zu Konsequenzen kommt. Wenn Amazon offensichtlich auch Menschen wie Waren behandelt, dann erfordert das auch politische Reaktionen. Und das weiß auch Frau von der Leyen, die jetzt wieder hektisch Aufklärung fordert und Konsequenzen androht. Ankündigungen reichen nicht. Notwendig sind lückenlose und umfassende Prüfungen. Und zwar erstens natürlich bei der Leiharbeitsfirma. Hier muss die Bundesagentur für Arbeit penibel genau überprüfen, ob korrekt in voller Höhe und durchgängig bezahlt wurde, Herr Kolb, und wenn die aktuell bestätigten Verstöße relevant sind, und das ist das Entscheidende, muss Frau von der Leyen die Karte Lizenzentzug nicht nur ankündigen, sondern auch spielen. Zweitens muss auch konsequent geprüft werden, ob gegen die Sicherheitsfirma wegen Nötigung ermittelt werden kann. Und drittens, und das ist mir ganz besonders wichtig, auch Amazon selbst muss auf dem Prüfstand bezogen auf Bedingungen, Datenschutz und Steuertricks. Es reicht nicht aus, wenn der Konzern hektisch seine Sicherheits- und Leiharbeitsfirma kündigt. So einfach kann sich Amazon nicht seiner unternehmerischen Verantwortung entziehen. Und Verantwortung, politische Verantwortung ist das Stichwort dafür, dass es heute nicht nur um diesen Skandal gehen kann. Arbeit muss sich wieder lohnen, das ist das Motto von Schwarz-Gelb. Inzwischen arbeiten aber in fast 25% der Beschäftigten unter prekären Arbeitsbedingungen. Niedrige Löhne, Minijobs, Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge, Scheinselbstständigkeit, das ist die Realität. Amazon nutzt diese Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und hat sein Geschäftsmodell perfektioniert. Aber auch viele andere Beschäftigten leiden unter schlechten Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und Unsicherheit. Sie sind ungeschützt durch Tarifflucht und fehlende Betriebsräte. Sie, die Regierungsfraktionen,
aber ignorieren diese Fehlentwicklungen und sie zeigen keinerlei Empathie für die Verliererinnen auf unserem Arbeitsmarkt, und das ist nicht akzeptabel. Als Reaktion auf diesen Skandal brauchen wir also keine schönen Worte und inhaltslose Ankündigungen. Notwendig sind Anerkennung und Wertschätzung von Arbeit. Die unsäglichen Arbeitsbedingungen bei Amazon entstehen nicht alleine durch die Leiharbeit. Herr Kolb, da haben Sie recht. Aber natürlich müssen die Lücken bei der Leiharbeit geschlossen werden. Und wir Grünen fordern schon lange vehement Equal Pay, Mitbestimmungsrechte und vor allem auch effektive Kontrollen, die eben hier nicht funktioniert haben. Und das allein reicht aber nicht. Die Lohndrückerei geht weiter mit zweifelhaften Werkvertragskonstruktionen. Auch hier brauchen wir klare Regelungen. Und vor allem muss auch der Trend zu immer mehr Befristungen gestoppt werden. Auch Amazon ist hierfür ein extremes Beispiel. Denn im neuen Lager in Koblenz sind von den 3.300 Beschäftigten gerade mal 200 unbefristet angestellt und 3.100 befristet. Auch das ist ein Skandal. Die Fakten sind schon lange bekannt. Diese Regierung aber kümmert sich nicht um die Sorgen der Beschäftigten. Sie unternimmt nichts gegen die Tarifflucht. Sie bringt keinen Mindestlohn zustande und streitet stattdessen über eine Mogelpackung. Sie verweigert jegliche Regulierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Hinweise aber zu sozialen Verwerfungen streicht sie aus ihrem eigenen Armuts- und Reichtumsbericht. Und mit dieser Politik muss endlich Schluss sein. Wir brauchen soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe schon gesagt, der Wert von Arbeit muss endlich wieder im Mittelpunkt stehen. Es geht um die Würde des Menschen auch in der Arbeitswelt. Und wenn hier nicht schnell ein Umdenken stattfindet, wird es bald wieder einen neuen Fall wie Schlecker oder Amazon geben. Und deswegen empfehle ich der Bundesregierung, sich die Krokodilstränen wegen Amazon zu sparen und mit der Arbeit zu beginnen in der Zeit, die ihr noch bleibt. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmecke war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie sprach von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen bei Amazon. Denen müssten Konsequenzen folgen. Nächste Rednerin Gitta Connemann für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Damen und Herren, weltweit hat der Bericht ausgeliefert der ARD für Entsetzen gesorgt. Es sind wirklich gespenstische Bilder, die man sehen kann. Und eines liegt auf der Hand. Die Vorwürfe müssen natürlich überprüft werden. Wenn diese aber nur zu einem Teil stimmen, dann sind wir alle Augenzeugen eines Skandals. Und im Namen der CDU-CSU-Fraktion sage ich an solcher Stelle, das ist ein Verhalten, das nicht nur abstoßend ist, das menschenunwürdig ist und gegen das wir uns mit aller Kraft auch stemmen und wehren werden. Alle Fakten müssen jetzt so schnell wie möglich auf den Tisch. Und deshalb bin ich Ihnen, liebe Frau Ministerin Dr. von der Leyen, auch sehr dankbar. Denn nach Bekanntwerden der Vorwürfe haben Sie tatsächlich sofort gehandelt. Und da frage ich Sie schon, Frau Kollegin Müller-Gemmecke, da sagen Sie auf der einen Seite, das sei Aktionismus. Für mich ist das kein Aktionismus. Das ist etwas, was ich mir von einer Ministerin erhoffe, erwarte, aber bitte, dass sie ihre Aufgabe tut. Das hat diese Ministerin in bester Weise gemacht, weil ihr an der Hilfe für Menschen gelegen ist, offensichtlich anders als Ihnen. Denn was ich in dieser Debatte feststelle, ist, dass Sie ein Gefecht führen gegen die Zeitarbeit. Die Frage ist aber, liegt das Problem tatsächlich hier bei der Zeitarbeit? Was jetzt nach den Prüfungen schon feststeht, ist, dass das System von Amazon komplex ist. Es geht eben nicht nur um Zeitarbeit. Da gab es Transportunternehmen, da gab es Sicherheitsdienste, da gab es Beherbergungsbetriebe. Und davon zu unterscheiden sind die Zeitarbeitsunternehmen, deren Mitarbeiter Auftragsspitzen auch abdeckten. Und die Ministerin, Sie haben strenge Konsequenzen angekündigt, soll Sonderprüfungen ergeben, dass Regelungen nicht eingehalten worden sind. Dann werden diese Firmen mit dem Verlust ihrer Lizenz rechnen müssen. Und das ist übrigens kein Sonderfall, denn es ist dieser Ministerin zu verdanken, dass die Anzahl der Prüfungen nach Vorfällen im AÜG in den letzten 3 Jahren um 93% erhöht worden wird. Übrigens anders als in der Zeit des Arbeitsministers Olaf Scholz. Auch darauf möchte ich hinweisen. Und das zeigt, dass der Kollege Schieverling nicht nur recht hat, die Kontrolle stimmt, sondern dass Gesetz funktioniert ebenfalls.
Die Zeitarbeit ist nicht das eigentliche Problem, und das wissen Sie übrigens auch, liebe Frau Kollegin Kramme. Denn ich darf aus einem Antrag zitieren, den wir morgen debattieren werden, einem Antrag der SPD. Und da steht sehr deutlich, die Leiharbeit ist für Unternehmen unattraktiver geworden, seitdem eine Reihe von zwingenden Vorgaben ins deutsche Recht übernommen wurden. Für die Leiharbeit existiert mittlerweile ein Mindestlohn. Genauso ist es, aber nur dank des Einsatzes der christlich-liberalen Koalition. Sie sind da über Jahre lang gescheitert. Lassen Sie Ihren heiligen Zorn gegen eine Branche, die der Turbo am Arbeitsmarkt auch gewesen ist und der immer auch für die Schwächsten am Arbeitsmarkt eine Brücke in Beschäftigung gewesen ist. Denn damit begegnen Sie an dieser Stelle übrigens auch nicht dem Problem. Denn die Hauptfrage an einer solchen Debatte müsste doch sein, welches Verantwortung trägt ein Unternehmen wie Amazon? Die Verantwortlichen dort waschen ihre Hände in Unschuld. Schuld sind immer die anderen, sagt Amazon, eben nach dem Motto, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aber ist es damit getan, zu sagen, die Sicherheit unserer Mitarbeit wird sehr ernst genommen, während Arbeitnehmer von einem Sicherheitsdienst schikaniert werden? Zu erklären, um das Wohlergehen unserer Mitarbeiter sind wir besorgt, während dies in Anlage ist? Meine Antwort, unsere Antwort lautet nein, das reicht nicht. Es gehört zur Verantwortung eines Konzerns, nicht nur über Sozialstandards zu reden. Für ihre Einhaltung muss auch gesorgt werden, und zwar an jeder Stelle der Kette. Zwar sind inzwischen der Sicherheitsdienst geschasst worden, ebenso wie das Unternehmen, das für die Unterbringung zuständig war. Aber die Frage lautet auch hier, wäre das ohne öffentlichen Druck passiert? Und ich befürchte persönlich nein. Vielmehr entsteht der Eindruck, als ob Arbeits- und Lebensbedingungen, auch Fragen der Ethik bei einem Konzern wie Amazon erst dann eine Rolle spielen, wenn die Kunden sich abwenden. Und das hat für mich persönlich, für unsere Fraktion mit sozialer Unternehmensverantwortung nichts mehr zu tun. Grundsätzlich nicht vorzuwerfen ist einem Unternehmen wie Amazon, dass es Zeitarbeitnehmer beschäftigt. Dass das Geschäftsmodell von Versandhändlern ohne dieser in einer Hochsaison wie zum Beispiel Weihnachten nicht funktioniert, muss jedem bekannt sein. Es handelt sich um eine saisonale Spitze, damit eine klassische Situation der Zeitarbeit. Nur so kann übrigens Auslieferung 24 Stunden am Tag klappen, und die Kunden wollten das bislang so. Etwa jedes fünfte Buch wird in Deutschland inzwischen über Amazon verkauft. Der Buchhandel vor Ort liegt übrigens an vieler Stelle inzwischen am Boden. Denn es ist ja so einfach, ein paar Klicks und dann kommen die Pakete ins Haus. Aber ich sage auch, jeder Klick bewirkt etwas. Und vielleicht wäre es für uns alle besser, beim nächsten Geschenkeeinkauf doch mal wieder um die Ecke zu gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass erst wenn viele Verbraucher bewusst kaufen, dass die Amazons, aber auch die Zalandos der Welt merken können, dass sie nicht alles machen können, um ihren Profit zu steigern. Und das wäre gut. Gita Konnemann war das für die CDU-CSU-Fraktion mit dem Appell an Amazon und andere Händler, sich auch sozial anständig zu verhalten gegenüber ihren Arbeitnehmern. Und der nächste Redner, das ist Michael Roth für die SPD-Fraktion. Er ist Vorsitzender der Landesgruppe Hessen. Und in Hessen, da spielte ja auch dieses Auslieferungslager von Amazon. Hier im Bundestag vertreten. Eine Region, die seit 1989 aus der Randlage in die Mitte Deutschlands und Europas gerückt ist. Die Region Bad Hersfeld ist einer der bedeutenden Mobilitäts- und Logistikdrehscheiben in Deutschland und in Europa. Tausende von neuen Arbeitsplätzen sind in den vergangenen Jahren in unserer Region geschaffen worden. Logistiker, Distributionszentren, Buchgrossisten und eben auch Internetkaufhäuser wie Amazon. Amazon ist mit rund 4.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber. Das ist kein Zufall, das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist vor allem das Ergebnis guter kommunalpolitischer Entscheidungen. Die Kommunen haben sehr viel Geld und sehr viel Engagement in die Hand genommen. Es ist das Verdienst unserer zentralen Lage. Es ist das Verdienst einer guten Infrastruktur im Bereich Verkehr. Es ist vor allem aber auch das Verdienst
ganz tüchtiger, engagierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine hervorragende Arbeit leisten und damit dazu beigetragen haben, dass eine Region aus der Randlage zu einer boomenden Region geworden ist. Und wir profitieren von dieser Logistikbranche. Wir haben eine relative Arbeitslosigkeit. Die Kommunen haben hohe Steuereinnahmen. Es haben sich neue Qualifizierungsquoten entwickelt, duales Studium, Logistikwirtschaft etc. pp. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Und hier im Amazon ist sehr viel Schatten. Wir haben eine inakzeptabel hohe Zahl von befristeten Arbeitsverträgen. Circa 50% bei Amazon sind nur befristet beschäftigt. Wir haben eine hohe Zahl von Aufstockern, die darauf angewiesen sind, zum Landkreis zu gehen, um ihre niedrigen Löhne aufzustocken. Und leider, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Sprechstunden, wo nicht wenige Beschäftigte von Amazon und anderen Logistikern auftauchen und um Rat suchen, erlebe ich, dass die Motivation relativ gering ist, weil die Jobs zu Recht ein schlechtes Image haben. Daran ist maßgeblich Amazon auch selbst schuld, die eine beispiellose Geheimniskrämerei betrieben haben. Transparente Unternehmensführung, Dialog mit der Öffentlichkeit, Dialog und Austausch mit den Medien sieht anders aus. Und das hat doch nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und FDP, mit der Kontrolle zu tun. Die Kontrollen haben doch nicht funktioniert, sondern die Medien haben funktioniert, die uns auf diesen Skandal aufmerksam gemacht haben. Es ist uns im vergangenen Jahr, meiner Fraktion im vergangenen Jahr, erstmals gelungen, im Oktober einen hohen Verantwortlichen von Amazon zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung über die Arbeitsbedingungen zu bewegen. Und ich erinnere noch einmal an GLS. Auch die haben ihren Hauptsitz in meinem Wahlkreis Neuenstein, Günter Wallraff-Reportage im vergangenen Jahr, wo man sich bis heute einem Gespräch mit einem Bundestagsabgeordneten verweigert, weil man die Öffentlichkeit und offensichtlich auch die Kritik scheut. Und insofern kann ich nur hoffen, dass das jetzt für diese Unternehmen ein heilsamer Schock ist. Jetzt muss aufgeklärt werden, jetzt müssen Missbräuche abgestellt werden, denn dass diese Branche über ein so schlechtes Image verfügt, dafür gibt es gute Gründe. Und ich kann mich den Vorrednerinnen und Vorrednern in dieser Hinsicht nur anschließen. Wir brauchen eine Wiederbelebung der Kultur der sozialen Verantwortung, Unternehmen, die rein profitorientiert an den Interessen der Beschäftigten vorbeiarbeiten. Das kann nicht Ziel der sozialen Marktwirtschaft sein. Insofern ist diese Debatte, die wir heute führen, gut. Aber konkrete Taten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, sind eben besser. Die Politik ist es gegenüber den Beschäftigten, aber auch gegenüber verantwortungsbewussten Unternehmen und gegenüber der Kommunalpolitik schuldig, dass wir endlich tätig werden. Und wir als Gesetzgeber sind für den Rahmen unternehmerischen Handelns verantwortlich. Und es liegt in unserer Hand, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Glauben in die soziale Marktwirtschaft wiedererlangen. Wenn uns das nicht gelingt, dann geht in unserem Land mehr kaputt als die Reputation eines großen Internetkaufhauses. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, redet meine Fraktion nicht nur und stellt nicht nur den Antrag, diese Aktuelle Stunde heute hier zu führen, sondern wir streiten, und das schon seit Jahren, für das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir wollen den Niedriglohnsektor austrocknen. Wir kämpfen für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir müssen die Leiharbeit begrenzen. Und wir müssen die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausbauen. Diese Regierung hat außer wohlmeinenden Worten nichts zustande gebracht. Und Voraussetzung für den Politikwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit ist die Abwahl von Schwarz-Gelb. Und ich hoffe, dass das den Wählerinnen und Wählern auch klar ist. Vielen herzlichen Dank. Michael Roth für die SPD-Fraktion. Und da klang auch schon wieder der Wahlkampf durch. Und der nächste Redner, das ist Johannes Vogel, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir alle sind uns einig, und das ist ja heute hier auch aus den Wortbeiträgen hervorgegangen, dass das, was man in der Sendung an Vorwürfen gesehen hat, wenn diese zutreffen, inakzeptabel ist. Aber, lieber Kollege Roth, was Sie ja von der Opposition, gerade Sie von der SPD-Fraktion hier versuchen, ist politisch
daraus ihr Süppchen zu kochen und dieser Koalition einen Vorwurf zu machen. Und dann muss man sich natürlich mal anschauen, was sind die Vorwürfe, die in der Sendung erhoben werden. Ich denke, wir alle haben die Sendung gesehen und ich würde das mal folgendermaßen zusammenfassen. Amazon hat falsche Versprechungen gemacht den Mitarbeitern, wenn das alles zutrifft. Amazon hat eine skandalöse Sicherheitsfirma engagiert. Amazon hat ein fragwürdiges Transportunternehmen engagiert und es wurden nicht nur Arbeitnehmerrechte, also Rechte des Arbeitnehmers gegenüber seinem Unternehmen, sondern ganz grundlegende Menschenrechte missachtet, zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung durch diesen Sicherheitsdienst. Und ich will eins ganz klar sagen, für meine Fraktion, aber ich weiß auch für die Koalition, das ist inakzeptabel. Es ist vollkommen inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, weil eben Grundrechte und Arbeitnehmerrechte missachtet werden. Das ist übrigens auch deshalb inakzeptabel, weil es hier insbesondere um Arbeitnehmer ging, die aus dem Ausland angeworben wurden, was auch noch den Ruf Deutschlands als Einwanderungsland unterminiert. Das ist inakzeptabel. Politisch könnten Sie aber dieser Koalition einen Vorwurf machen, wenn nicht gehandelt worden wäre. Und das ist eben nicht zutreffend. Ich will es nur noch mal festhalten. Hier ist nicht der rechtliche Rahmen das Problem, sondern hier wurde, wenn die Vorwürfe zutreffen, gegen Gesetze verstoßen. So, und dann ist es natürlich Aufgabe, hier Kontrolle auszuüben, Sanktionen gegebenenfalls zu verhängen und zu handeln. Nur da kann ich wirklich sagen, das hat die Regierung getan. Am Donnerstag letzter Woche wurden diese Vorwürfe publik. Es wurde medial diskutiert. Am Montag darauf, also am übernächsten Werktag, war die Prüfung schon im Haus, die BA und der Zoll im Haus. Und wiederum zwei Tage später, am übernächsten Werktag, nämlich heute, ist die Prüfung abgeschlossen, wird ausgewertet und es kann, wie die Kollegen schon gesagt haben, bis hin zum Lizenzentzug für das Zeitarbeitsunternehmen gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, politisches Nichthandeln sieht bei aller Liebe anders aus. Das können Sie uns schlicht nicht vorwerfen. Und das können Sie auch generell nicht vorwerfen, denn es wurde schon darauf hingewiesen, unter dieser Arbeits- und Sozialministerin finden im Bereich der Zeitarbeit doppelt so viele Kontrollen als der Arbeiter Scholz von der SPD. Auch da, politisches Nichthandeln durch diese Koalition sieht bei aller Liebe anders aus. Der Pfeil fliegt auf Sie zurück. Ich finde aber bemerkenswert, was Sie hier versuchen. Sie versuchen nämlich, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Sie sagen nicht, hier hat es möglicherweise skandalöse Transporte eines Unternehmens gegeben, sondern Sie sagen, die Zeitarbeit insgesamt schlecht. Und da muss man sich, glaube ich, noch vergegenwärtigen. Erstens nicht nur Flexibilität, sondern übrigens Einstiegschancen für Menschen. 2/3 kommen aus der Arbeitslosigkeit. 40% der Zeitarbeitnehmer haben gar keine berufliche Qualifikation. Vor allem, das ist ein Wert, den sollte man nicht wegwerfen. Vor allem aber auch, was diese Koalition gemacht hat. Wir haben doch den Mindestlohn in der Zeitarbeit eingeführt. Wir haben doch dafür gesorgt, dass es jetzt schrittweise Angleichungen und Equal Pay durch die Tarifpartner gibt. Und diese Koalition hat Missbrauch den Riegel schon vorgeschoben mit der Anti-Schlecker-Klausel. Also, man kann festhalten, diese Koalition ist es doch, die die Zeitarbeit so reguliert hat, dass Missbrauch gesetzlich verhindert wird und trotzdem die Vorteile für die Menschen erhalten werden. Und wenn es dann einzelne schwarze Schafe gibt, die immer noch gegen Gesetze verstoßen, dann ist es richtig, wenn die Behörden reagieren. Und das tun sie, wie ich eben ausgeführt habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will zum Abschluss aber auch noch was zum zweiten Thema sagen. Denn, liebe Frau Kollegin Müller-Gemmicke und auch Sie, liebe Frau Kollegin Kramer, haben ja dann versucht, auch noch in zweiter Hinsicht hier wieder das Kind mit dem Bade auszuschütten und Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Sie nehmen diesen Fall und sagen, es sei ein Beleg dafür, dass am Arbeitsmarkt alles schlecht sei. Und ich habe jetzt in der Debatte zwei Begründungen gehört. Zwei Begründungen. Erstens, es sei alles schlecht, weil Sie fordern ja den gesetzlichen Mindestlohn. Und das ist wirklich bemerkenswert, dass Sie diesen Fall nehmen als Beleg dafür, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn geben müsste. Denn erstens, in der Zeitarbeit gibt es einen Mindestlohn, tariflich durch die Tarifpartner, durch diese Koalition ermöglicht. Und zweitens, der Lohn, der dort offensichtlich den Zeitarbeitnehmern gezahlt wurde, liegt über der Forderung, die Sie selber für einen gesetzlichen Mindestlohn geben. Was Sie denn da, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ganz sicher nicht die Notwendigkeit eines gesetzlichen Mindestlohns. Der Punkt ist Befristung. Liebe Frau Kollegin Müller-Gemmicke, erstens, Sie sind schuldig geblieben, was die Beschäftigung mit Zeitarbeitnehmern, von Zeitarbeitnehmern im konkreten Fall mit Befristung zu tun haben soll. Und zweitens, wenn es um Befristung geht, dann glaube ich auch, sollten wir doch nicht die Unwahrheit erzählen. Sie wissen so gut wie wir. Erstens, Befristung geht nicht zu, sagt uns das Statistische Bundesamt. Zweitens, 85% der Menschen, die in diesem Land befristet eingestellt werden, haben 5 Jahre danach einen unbefristeten Vertrag.
die Hälfte beim selben Arbeitgeber. Das hier als Beleg für Verrohung am Arbeitsmarkt zu klassifizieren und nicht als das, was in Wahrheit ist, eine Einstiegschance für die Menschen, das ist unredlich. In diesem Sinne, wir alle sind geschockt über das, was dort vorgefallen ist. Gut, dass jetzt kontrolliert wird. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Aber ein Beleg für angebliche Untätigkeit dieser Koalition am Arbeitsmarkt ist es bei aller Liebe nicht. Vielen Dank. Johannes Vogel war das für die FDP-Fraktion. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher seiner Fraktion, er machte mehrfach deutlich, dass man Untätigkeiten und der Arbeits- und Sozialministerin in diesem Falle nicht vorwerfen könne. Nächste Rednerin, Gabriele Lösekrug-Möller für die SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Kollegen, was wäre eigentlich gewesen, wenn diese Reportage nicht ausgestrahlt worden wäre? Dann wäre ja diese Wahnsinnskontrolle, auf die Sie so stolz sind, wahrscheinlich schon vor Weihnachten in Gang gesetzt worden. Dann wären die Hunderten und Tausende, die da gelitten haben, erkannt worden. Und diese Bundesregierung hätte diesen Missbrauch abgeholfen. Wäre das wirklich gewesen? Kann man stolz sein auf eine Kontrolle, die offenkundig gar nicht stattgefunden hat? Denn die hat es nicht gegeben im Weihnachtsgeschäft bei Amazon. Die hat ja gar nicht stattgefunden. Also Vorsicht, wenn man sich so selbst lobt, würde ich da sagen. Ich denke, wir müssen den Medien dankbar sein. Insbesondere Sie müssten die Schreiben schon ausgefertigt haben in Serie, weil es ja offenkundig dieses medialen Drucks bedarf, dass Sie Kontrolle in Gang setzen. Das ist doch die Wirklichkeit, über die wir hier reden. Also ich finde, was wir bisher gehört haben, war kein Ruhmesblatt für die Regierung. Und ich würde sagen, es ist wieder soweit. Unsere Ministerin für Arbeit und Soziales schleckert durch das Land. Denn das haben wir bei Schlecker auch erlebt. Das Prinzip ist größtmögliche Empörung. Zu Recht, weil Missstände da sind. Der nächste Akt ist dann, ich deklariere das als Einzelfall. Dann bin ich schon mal als Gesetzgeber aus dem Schneider, Wirksames für viele tun zu müssen. Und dann gibt es eine kleine Lösung. Und weil die mediale Aufmerksamkeit sich wieder anderen Themen zuwendet, sinkt das Engagement. So erleben wir unsere Regierung. Und damit sind wir als Sozialdemokraten absolut nicht einverstanden. Weil es einen ganz großen blinden Fleck gibt. Das ist, dass Sie schauen, ist das ein strukturelles Problem? Und ich sage, ja, das ist eins. Wer das reduziert auf einen bedauerlichen Einzelfall, kann in der Lösung schon nicht mehr überzeugen. Wir kennen verbale Kraftmeierei an dieser Stelle hinlänglich. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung: Das Vermieten von Arbeitnehmern ist mittlerweile zu einem Symbol für Exzesse im Land des Jobwunders geworden, schreibt Thomas Oechsner in der Süddeutschen Zeitung dieser Tage. Er titelt seinen Kommentar Ausbeutung als Teil des Geschäftserfolgs. Und leider, leider hat er recht, weil er die Dimension des Problems erkannt hat. Im Übrigen auch wir, denn Herr Kolb, wir haben einen Antrag zu Leiharbeit vorgelegt, dem konnten Sie sich ja nicht anschließen. Wir haben rechtzeitig hingewiesen auf die ganzen Lücken, die bestehen. Sie leugnen das und dann empören Sie sich, wenn so etwas wie bei Amazon stattfindet. Ich sage Ihnen, weder die vielen Kontrollen, auf die Sie stolz sind, reichen aus. Setzen Sie das doch bitte mal ins Verhältnis zur Zahl der wachsenden Leiharbeit. Dann ist auch die Erhöhung der Kontrollen überhaupt kein Ruhmesblatt mehr. Eine andere Seite enthalten, meine Damen und Herren, weil es gibt eine andere Seite des Skandals. Das ist auch die Rolle und die Verantwortung der Kunden und Verbraucher. Ich finde, wenn wir in einer Aktuellen Stunde reden, muss auch diese Seite beleuchtet werden. Und ich nehme kein Jota von meiner Kritik an der Bundesregierung zurück. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Aber wenn wir die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher uns anschauen, dann frage ich persönlich mich auch, die Kabinettsmitglieder haben bestimmt keinen Amazon-Account. Ich glaube, niemand aus Ihrer Fraktion hat jemals den Online-Shop
sozusagen genutzt, um schnell an ein Produkt zu kommen. Denn das ist das Problem. Wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, in der wir glauben, wir müssen jedes Produkt innerhalb von 24 Stunden haben. Wir wollen es haben, ohne Lieferkosten zu bezahlen. Wir wollen es zu einem niedrigen Preis haben. Und dann glauben wir noch, wir müssen nicht dahinter gucken, wie die Arbeits- und Lohnbedingungen der Beschäftigten sind, die diesen ganzen Service leisten. Ich finde, so viel Selbstkritik muss auch sein, wenn man glaubwürdige Politik machen will. Und ich will Ihnen ein letztes noch mit auf den Weg geben. Die paar Sekunden reichen noch aus. Ich finde, nach der Reportage der ARD, der Berichterstattung in den Medien und unserer Debatte kann niemand mehr sagen, das habe ich aber nicht gewusst. Wir können uns dazu verhalten. Und ich erwarte von einer Bundesregierung, die Arbeitnehmerinneninteressen im Blick hat, mehr als eine Einzelprüfung. Und schon gar nicht erwarte ich, dass eine verspätete Kontrolle Anlass zu Selbstlob ist. Das stinkt. Gabriele Lösekrug-Möller war das für die SPD-Fraktion. Der nächste Redner ist Matthias Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages. Für die CDU-CSU-Fraktion, Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, darüber, dass das ein Skandal ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das hat mit Respekt und Würde der Arbeit überhaupt nichts zu tun, was da aufgedeckt worden ist. Nun hat Amazon relativ schnell reagiert und hat die Zusammenarbeit mit den Firmen, die für die Unterbringung und den Transport zuständig waren, ebenso gekündigt wie die Sicherheitsfirma. Die Bundesagentur hat Amazon aufgefordert, die Vorwürfe zu klären. Ich habe eben noch mal auf die Webpage von Amazon geschaut. Die Presseerklärung, die dort zu lesen war, fand ich ehrlich gesagt auch ein wenig dünn. Da ist in der Tat von unternehmerischer Verantwortung für gute Arbeit relativ wenig zu spüren. Tatsächlich hat aber die Ministerin die Prüfung der Zeitarbeitsfirma veranlasst, die eben auch gemeldet. Sie habe Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festgestellt und werde in einem Verwaltungsverfahren über Konsequenzen entscheiden. Das kann also bis zum Verlust dieser Lizenz dann gehen. Und ich denke, für Amazon beinahe noch dramatischer. Die Kunden haben reagiert, haben ihrer Wut in Internetforen Luft gemacht oder schlicht ihre Konten bei Amazon löschen lassen. Ein veritabler Ansehensverlust also für die Firma. War es das wert? Nun könnte man sagen, ein Missbrauch ist aufgedeckt worden, Politik und Öffentlichkeit haben schnell reagiert, eine juristische Bewertung steht noch aus. Aber das ist nicht der Hintergrund dieser Aktuellen Stunde. Hintergrund dieser Aktuellen Stunde ist der Versuch, über die Vorgänge bei Amazon die Zeitarbeit generell in ein schlechtes Licht zu rücken. Anders kann ich mir die Erregungs- und Empörungsspitzen, die hier aufgetreten sind, eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen. Es geht Ihnen gar nicht um die Hilfe für die Menschen, meine Damen und Herren von der Opposition. Es geht Ihnen darum, die Bundesregierung zu diskreditieren und die Zeitarbeit zu diskreditieren. Und das ist falsch. Ich verstehe, meine Damen und Herren, dass manche Firmen zur Abfederung von Auftragsspitzen Zeitarbeitnehmer beschäftigen. Das ist auch bei Amazon der Fall. An den beiden Standorten in Bad Hersfeld, und der Kollege Roth hat es erwähnt, sind insgesamt 2.800 Mitarbeiter dauerhaft beschäftigt. Doch es gibt Auftragsspitzen, die nur mit vorübergehend tätigen Mitarbeitern abgearbeitet werden können. Das betrifft vor allen Dingen das Weihnachtsgeschäft. Hier hat Amazon in den vergangenen Jahren auch mit Hilfe der Bundesagentur Arbeitnehmer aus dem Ausland angeworben, ohne dass es zu Problemen kam. Im letzten Jahr ist eine Zeitarbeitsfirma zwischengeschaltet worden. Über die Praktiken dieser Firma und des Sicherheitsdienstes und der Firma, die für die Unterbringung und den Transport zuständig war, sprechen wir heute im Wesentlichen, aber nicht über die Arbeitsbedingungen bei Amazon generell. Denn ich will an dieser Stelle auch sagen, für die Region um Bad Hersfeld war die Ansiedlung von Amazon ein Glücksfall, eben weil auch hier in hoher Zahl dauerhafte Arbeitsstellen geschaffen worden sind. Das muss man bei aller Aufregung auch einmal sagen. 2.800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, verehrte Frau Künast, finde ich schon eine ganz beachtliche Leistung. Das muss man bei der Aufregung auch mal hervorheben dürfen. Nämlich gerade für das Segment ungelernter Arbeitskräfte ist Amazon ein guter Arbeitgeber. Immer wieder werden befristete Stellen in unbefristete umgewandelt. Die Regionalagentur der Bundesagentur ist mit Amazon in Gesprächen, wie künftig der Arbeitsbedarf gedeckt werden kann. Worüber mich aber immer wieder ärgere, ist, dass das sinnvolle Instrument der Zeitarbeit
durch wenige schwarze Schafe diskreditiert wird. Wir haben in Deutschland zurzeit etwa 800.000 Menschen, die in der Zeitarbeit tätig sind. Davon sind 2/3 zuvor nicht beschäftigt gewesen. Für sie ist also Zeitarbeit der Weg in den Arbeitsmarkt und vielleicht auch in eine dauerhafte Beschäftigung. Die Zeitarbeit unterliegt dem Arbeitsrecht und den gesetzlichen Schutzansprüchen. Wir haben in dieser Legislaturperiode einmal eine missbräuchliche Nutzung von Zeitarbeit verboten, Stichwort Schlecker, der Kollege Kolb hat darauf hingewiesen. Wir haben mittlerweile einen Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche und auch hinsichtlich der Entlohnungsangleichung hat es deutliche Fortschritte gegeben. Wir haben also deutliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Zeitarbeit erreicht, aber der Gesetzgeber alleine kann es nicht richten, auch nicht die Kontrollinstanzen bei der Bundesagentur für Arbeit und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ich denke, dass dieser Fall eines deutlich macht, dass nämlich ein solcher Missbrauch auch zu einem PR-Problem der Firma wird, die mit Fremdfirmen zusammenarbeitet. Ich hoffe sehr, dass andere Firmen hieraus lernen, dass sie mit für das verantwortlich sind, was die von ihnen beauftragten Dritten tun. Und dass sie schon im Eigeninteresse darauf pochen, dass sich solche Vorkommnisse wie bei Amazon nicht mehr wiederholen. Einen guten Ruf kann man nicht kaufen, aber man kann ihn schnell verlieren. Damit mag sich dann nach einem alten Sprichwort zwar ungeniert leben, aber nicht mehr erfolgreich wirtschaften lassen. Dankeschön. Matthias Zimmer war das für die CDU-CSU-Fraktion und der nächste Redner, das ist Klaus Bartel für die SPD-Fraktion. Er ist Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich muss mich schon sehr wundern. Im Unterschied zu dieser Einzelfallgeschichte, die uns hier erzählt wird, stellen wir doch in der Realität fest, Amazon ist fast überall. Schauen wir uns den Versandhandel an, ist eine der typischen neuen Dienstleistungsbranchen, in der viele Arbeitsplätze entstehen, ist ein neuer Boom. Aber in diesen neuen Dienstleistungsbranchen haben wir eben kaum bisher gewerkschaftliche Traditionen und Organisationen. Und seit Jahren wird bei Amazon, wer sich damit beschäftigt hat, seit Jahren wird darum gekämpft, dass es überhaupt in Betrieben mit vierstelligen Beschäftigtenzahlen mal einen Betriebsrat gibt, dass dort ein Tarifvertrag angewandt wird, dass dort einfach normales Recht umgesetzt wird. Und kein Mensch hat sich bis jetzt dafür interessiert. Und es ist nicht nur bei Amazon so, sondern es ist in vielen Teilen dieser neuen Dienstleistungsbranchen genauso. Und wir haben es mit einer Umwälzung in diesem Bereich zu tun, die zum Beispiel auch dazu führt, dass wir im Einzelhandel einen nahezu Tarifzuschuss haben und dass es gar keinen Weg mehr zu geben scheint im Moment, dort wieder zu einem Tarifvertrag zu kommen. Und dann reden wir mal von Amazon, weil ja immer so behauptet wird, wir brauchen diese ganzen flexiblen Beschäftigungsformen, die brauchen wir für die Kleinen und Mittleren. Amazon ist eben nicht der Tante-Emma-Laden, und der aushelfen lassen muss durch Leiharbeit oder Minijob, sondern Amazon ist ein globaler, riesiger Konzern mit erheblicher Marktmacht, der sogar das Bundeskartellamt jetzt am Hals hat, mit 8.000 Beschäftigten in Deutschland, mit einer Gewinnmarge von 20%. Und da fragt man sich schon, hat die das wirklich nötig? Es gibt also keinen ökonomischen Grund für diese Schweinereien, die da passieren. Es gibt keinen ökonomischen Grund dafür, dass 2/3 der Beschäftigten bei Amazon, und da kommen wir langsam mal hier zur Rechtslage, befristet beschäftigt sind, dass sie 10-20% unter dem Tarifvertrag bezahlt werden, dass in vielen Betrieben kein Betriebsrat vorhanden ist und dass dort die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter nicht nur wie Sklaven behandelt werden, sondern auch noch schlechter bezahlt werden. Und da sind sie dann alle überrascht. Das ist doch kein Einzelfall. Das ist die Spitze des Eisbergs der Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt. Das ist die Spitze dessen, dass Arbeitsverhältnisse befristet sind. Das ist die Spitze davon, dass sich Leiharbeit in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat. Dass die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 40% weniger Lohn im Durchschnitt bekommen als die Festangestellten, dass es einen Niedriglohnsektor von 23% gibt und dass es einen Missbrauch der Freizügigkeit für Arbeitnehmer in der Europäischen Union in großem Stil gibt. Und da reden Sie hier von kriminellen Einzelfällen. Das ist inzwischen die Realität auf einem großen Teil des deutschen Arbeitsmarkts. Dann haben wir die Debatte, die ich gern weiterführen würde, aber die ist aus
ob man wirklich jetzt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ablegen kann. Da will ich mal den Gedanken von Frau Lüsse-Kröller fortführen. Ich glaube, in einem sozialen Rechtsstaat, in einer sozialen Marktwirtschaft, muss sich der Verbraucher darauf verlassen können, dass Rind Rind ist und das Pferd Pferd ist. Und der Verbraucher muss auch nicht fragen, ob es bei einem Buch, das er sich zuschicken lässt, nach Recht und Gesetz zugeht, sondern dafür hat ein sozialer Rechtsstaat zu sorgen, dass sich der Verbraucher darauf verlassen kann. Und höhere Preise, ja, wenn dann gesagt wird, ja, die Geiz ist geil Mentalität, höhere Preise garantieren doch überhaupt nicht für gute Arbeitsbedingungen. Auch das ist Realität. Das haben wir gesehen bei Adidas, das haben wir gesehen bei Apple in China, das haben wir gesehen im Luxushotel Bayerischer Hof in München und wo wir überall hinschauen. Teuer, 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 plus schlechte Arbeit, wo man hinschaut. Und das heißt im Endeffekt, Frau von der Leyen, großen Respekt erstmal, dass Sie sich diese Debatte hier anhören. Aber wir müssen doch hier feststellen, dass seit Monaten hier fast kein Tag mehr vorbeigeht, wo nicht Schwarz-Gelb irgendwelche sozialen Gewissensfragen stellt. Aber Sie haben eben den Missbrauch bei der Leiharbeit nicht gestoppt, sondern Sie können ihn nur dann stoppen, wenn Sie rechtlich was verändern. Equal Pay vom ersten Tag an, damit auch die 50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weniger als 3 Monate im Entleihbetrieb beschäftigt sind, was davon haben. Begrenzung der Dauer, Kündigungsschutz und vor allen Dingen hier bei Amazon besonders wichtig, solange Sie nicht dafür sorgen, dass Betriebsräte, jetzt sagen Sie bitte mal für Ruhe, man kann hier nicht reden, dass Betriebsräte das ist auch so, dass Ihre im Entleihbetrieb zuständig sind für die Arbeitsbedingungen im Betrieb, wo sie arbeiten. Solange sie das nicht tun, wird man auch solche Praktiken wie bei Amazon kaum aufdecken können. Und deswegen müssen Sie auch bei der Mitbestimmung in der Betriebsverfassung hier was ändern. Und wir müssen auch dabei was ändern, dass die Bundesagentur für Arbeit im Grunde auch noch Beihilfe für solche Praktiken liefert. Das heißt, hören Sie auf, so zu tun, als würden Sie was tun, sondern tun Sie was. Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, Mindestlöhne, Regulierung der Leiharbeit. Und dann können Herr wir Kollege? Hier weiterkommen, dann können Sie hier weiter Skandal schreien. Aber bevor Sie nicht die Realität, die rechtlichen Grundlagen Herr auf dem Kollege? Arbeitsmarkt verändern, brauchen wir uns hier nicht weiter echauffieren. Klaus Bartel war das für die SPD-Fraktion, der vorerst letzte Redner in dieser aktuellen Stunde zu der Situation bei Amazon und den Leiharbeitern dort. Das ist Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Frau Kollegin Beate Müller-Gemecke, man kann es Ihnen nicht recht machen. Hätte unsere Arbeitsministerin auch nur 3-4 Tage zugewartet, um dann eben hier eine Prüfung der Bundesagentur anzuregen, hätten Sie gesagt, sie schläft und hat die Ministerin der ruhigen Hand. Jetzt hat sie unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern, am ersten Werktag nach Bekanntwerden der Vorkommnisse direkt die Bundesagentur eingeschaltet, um die Prüfung vorzunehmen. Jetzt schwadronieren Sie hier irgendetwas von einer hektischen Arbeitsministerin. Ich bin froh, dass wir diese dynamische Arbeitsministerin haben, die unverzüglich die Prüfung eingeleitet hat, um die Missstände aufzuklären. Auch die liebe Frau Kollegin Grellmann, Sie haben wieder in Ihrem Sammelsurium von Forderungen natürlich eben hier dargetan, dass in den letzten Jahren ausschließlich im prekären Bereich Arbeitsverhältnisse gewachsen sein sollen. Das wird durch Wiederholung auch nicht wahr. Wir haben eine Arbeitslosenquote dank der christlich-liberalen Koalition von 7,4%. Vor 3 Jahren hatten wir 8,3%. Aber nicht nur 342.000 Arbeitslose haben wir weniger derzeit in Deutschland zu verzeichnen. Wir haben 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mehr und davon sind nur 350.000 geringfügig. Das gehört einfach auch mal ein bisschen zur Wahrheit. Ich habe gesagt, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 350.000. Dreimal so viel Vollzeitbeschäftigte mehr als geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Liebe Frau Kollegin Grellmann, bevor Sie deine Legendenbildung wieder hier abermals am Mikrofon vollführen, muss darum noch mal darauf hingewiesen werden. Meine Damen und Herren, der Internetversandhändler Amazon, es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, ist der größte Online-Händler der Welt. Allein in Deutschland hat Amazon im vergangenen Jahr in seinen 7 Listen. In diesem Lichte wiegen die in der aktuellen Berichterstattung geschilderten Vorwürfe über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der eingesetzten Zeitarbeiter in der deutschen Niederlassung von Amazon schwer. Ausländische Zeitarbeiter sollen in überbelegten Ferienwohnungen untergebracht, schlechter bezahlt worden sein als versprochen
und die fälligen Sozialbeiträge für die Beschäftigten nicht korrekt abgeführt worden sein. Des Weiteren sollen sie von Sicherheitsunternehmen auf Schritt und Tritt kontrolliert und schikaniert worden sein. Und der Kollege Vogel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass dies ein Grundrechtsverstoß gegen unseren Artikel 13, gegen die Unverletzlichkeit der Wohnung ist. Wir alle haben die Berichte gesehen von der spanisch sprechenden Dame, die gesagt hat, sie waren bei uns in der Dusche, die waren bei uns im Schlafzimmer, wir waren überall überwacht. So kann es natürlich nicht gehen. Sollten sich die Vorwürfe im vorliegenden Fall erhärten und hierzulande Leiharbeiter unter Verstoß gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und unter menschenunwürdigen Bedingungen beschäftigt worden sein, so müssen ganz ohne Fragen Konsequenzen gezogen werden. Und dass es uns um die Menschen geht, zeichnen die jetzt durchgeführten Prüfungen. Wir wollen diese Auswüchse, diese Missbräuche eben hier des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, welches, und auch darauf muss hingewiesen werden, unter Rot-Grün seinerzeit erleichtert worden ist. Wir wollen diese Missbräuche unterbinden. Uns geht es um die Menschen. Uns geht es nicht, lieber Herr Kollege Roth, das geführt haben, uns geht es nicht darum, eine Regierung wegzubekommen. Schwarz-Gelb muss weg, sondern uns geht es darum, eben hier den Menschen zu helfen. Das ist das, was uns von Ihnen unterscheidet. Hierzu bedarf es jedoch zunächst einer genauen Untersuchung, um Klarheit über die Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitskräften bei Amazon zu erhalten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lässt derzeit durch die Bundesagentur die Arbeit der betroffenen Zeitarbeitsfirma, die mit der deutschen Niederlassung des Internetversandhändlers Amazon zusammenarbeitet, auf mögliche Verstöße gegen die rechtmäßige Durchführung des AÜG überprüfen. Erste Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Gegenstand, ja, sind heute raus, wie schon gesagt, und mittlerweile wehrt sich das Unternehmen ja schon gegen die Begründetheit der zum Teilweise eben hier festgestellten Vorwürfe. Gegenstand der Prüfung ist unter anderem, ob die derzeit gültige Lohnuntergrenze von 7,50 Euro bzw. 8,19 Euro pro Stunde vorliegend angehalten wurde oder ob es beispielsweise für Kostenlogie unzulässige Lohnabzüge gab. Und wenn die Opposition hier reflexartig abermals die Forderung nach einem einheitlichen, gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn von 7,50 Euro einholt, wir sind doch schon viel weiter als ihr. Kommen Sie doch zu uns. Wir haben in der Leiharbeit einen Mindestlohn eingeführt, mit der FDP zusammen. Wir haben im Übrigen auch eine Verbesserung im Bereich Equal Pay mit den Gewerkschaften im Sommer auf den Weg gebracht. Wir hatten gestern erst ein Gespräch mit Berthold Huber, mit dem IG Metall-Chef, wie die zeitlich befristete sukzessive Angleichung der Löhne bei Leiharbeitsfirmen in Stammunternehmen wirkt. Und er hat gesagt, es funktioniert hervorragend. Die Gewerkschaften, denen wir mehr zutrauen als die Linken oder die SPD, haben hier einen guten Weg vorgegeben, wie wir Equal Pay sukzessiv erreichen können, wie es eben hier eine Ausbeutung von Leiharbeitern im Stammunternehmen verhindert werden kann. Meine Damen und Herren, sollte sich der Verdacht bestätigen und für Amazon tätige Zeitarbeitsunternehmen gegen das Gesetz verstoßen haben, so stehen ausreichend gesetzliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die betroffenen Zeitarbeitsfirmen, denen ein Missbrauch nachgewiesen werden kann und die nicht nachweisen können, dass der Mindestlohn beispielsweise gezahlt oder Sozialbeiträge ordnungsgemäß abgeführt worden sind, haben mit erlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Und da bin ich auch sehr dankbar unserer Arbeitsministerin, die deutlich mit dem Entzug der Erlaubnis eben hier für die Zeitarbeitsunternehmen bereits eben hier gewunken hat und eben auch hier Konsequentes umsetzen wird. Meine Damen und Herren, wenn Kollege Müller eine flächendeckende Überwachung aller Unternehmen, die sich im Bereich der Zeitarbeit betätigen, fordert, so bin ich ein bisschen skeptisch. Wir kommen wieder sehr schnell in einen sehr reglementierten Überwachungsstaat. Wir sind froh und dankbar, dass bei Anhaltspunkten die Kontrolle funktioniert hat. Wir werden uns allerdings Gedanken machen müssen, warum im Fall von Amazon beispielsweise die aus Ausländern oder aus Spanien, aus Polen kommenden Arbeitnehmer sich nicht eher getraut haben, diese Vorgänge publik zu machen. Warum erst eben hier ein Fernsehteam überhaupt darauf hinweisen musste, das erreichen können, dass auch sozial vielleicht etwas noch nicht von den Gesetzen bewandte Arbeitnehmer sich da eben entsprechend Missständen an uns wenden können. Frau Präsidentin, ein freundliches Rollspiel in meinem Hintergrund und für die Geduld mit mir bedanke mich und Sie können davon ausgehen, dass wir das Problem als christlich-liberale Koalition einem ordnungsgemäßen, vernünftigen Ende zu führen. Dankeschön. Paul Lehrida war das für die CDU-CSU-Fraktion und Katrin Göring-Eckardt hat bei den letzten Rednern immer wieder durch kurzes Hüpfliches dazwischen sagen, Herr Kollege, darauf hingewiesen, dass die Redezeit eigentlich schon zu Ende ist längst und dass wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, nämlich zu Zusatzpunkt Nummer 2. Es geht um den Bundeswehreinsatz in Mali. Die Bundeswehr beteiligt sich an der EU-Ausbildungsmission in Mali mit Pionierausbildern und Sanitätssoldaten. Zudem wird die internationale Unterstützungsmission Meine Damen und Herren, wenn Kollege Müller eine flächendeckende Überwachung aller Unternehmen, die sich im Bereich der Zeitarbeit betätigen, fordert, so bin ich ein bisschen skeptisch. Wir kommen wieder sehr schnell in einen sehr reglementierten Überwachungsstaat. Wir sind froh und dankbar, dass bei Anhaltspunkten die Kontrolle funktioniert hat.
Wir werden uns allerdings Gedanken machen müssen, warum im Fall von Amazon beispielsweise die aus Ausländern oder aus Spanien, aus Polen kommenden Arbeitnehmer sich nicht eher getraut haben, diese Vorgänge publik zu machen. Warum erst eben hier ein Fernsehteam überhaupt darauf hinweisen musste, das erreichen können, dass auch sozial vielleicht etwas noch nicht an Gesetzen bewandte Arbeitnehmer sich da eben in späteren Missständen an uns wenden können. Frau Präsidentin, ein freundliches Rollspiel in meinem Hintergrund und für die Geduld mit mir bedanke mich. Und Sie können davon ausgehen, dass wir das Problem als christlich-liberale Koalition einem ordnungsgemäßen, vernünftigen Ende zu führen. Dankeschön. Paul Lehrida war das für die CDU-CSU-Fraktion und Katrin